Willkommen zurück zu Slay the Spire. Es ist wieder Zeit für eine Daily. Die gestrige Daily habe ich verpasst. Aber das sollte ja nicht so schlimm sein. So. Brewmaster, Cursed Run und Midas. Schauen wir mal. Brewmaster ist nicht so meins. Cursed ist gut, denke ich. Und Midas ist sowieso gut. So, jeweils einer. Zwei. Und wir wollen so viele Karten wie möglich erstmal einsammeln. Und jetzt ziehen wir fünfmal Ärgermais. Ne, nicht ganz. Das war Glück. Eine 4 Potion. Ich nehme ein Dagger Spray mit. Noch ein Dagger Spray. Ghost in the Jar ist gut. Ein Schaden ist besser. Blur sollte auch nicht schaden. Wahnsinn. War genau das gleiche nochmal. Immerhin kriegen wir einen Tod. Die Steroid Potion ist nicht schlecht. Backflip sollte auch nicht schlecht sein. Ja, ich glaube, so rum ist angenehmer. Flying Knee. Ein paar mehr Attacken mitnehmen. Die Smoke Bomb ist nicht so gut. Thank you.
Ist ein bisschen langsamer mit dem Silent. Nichts davon. Card Removal, ein Block. Und wir haben ja ein Blur mit drin. Singing Bowl ist gut. At the start of each combat apply 4 poison to all enemies. Nee. Machen wir es so rum. Mist. Davon. Kriegen wir sogar wieder. Nee, nichts davon. Ghost in the Jars sind gar nicht mal schlecht. Vor allem für solche Notfälle. Die Fire Potion ist mir lieber. Noch ein Dagger Spray brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt wäre die Fear Potion ganz gut gewesen. Oh, mit Blur müssen wir uns keine Gedanken machen. Ice Cream ist gut. Ich nehme mal den Quick Slash mit. Gut, dass wir den Ghost in the Jar haben. So viel Energie. Da wäre ein Skewer ganz nett. Oh, das ist perfekt.
Ganz knapp. Na, oh. Mit ihm ist die Musik gestorben. Ich mag Storm of Steel. Ich nehme das Tiny House. Gibt nichts Besseres gerade. Und noch ein Quick Slash. Und da ist die Musik wieder. So, einer. Zwei. Dann peilen wir den Shop an. Zweimal Pain ist ein bisschen gemein. Nichts davon. Definitiv. Keine Potions. Och. Das ging einfach. Noch ein Flying Knee. Naja. Keine Apparitions. Mal ausruhen. Na also, Regal Pillow ist okay. Ich wollte gerade sagen, das riecht nach einem perfekten Zug für sowas. Ach Mist. Manchmal zahlt sich's aus, Potions zu benutzen. Blöde Smoke Bomb. Lief besser als gedacht. Hm.
Well-Laid Plans. Kann ganz gut funktionieren. Alles. Auf ein Neutralize gehofft. Noch eine Steroid Potion. Nichts davon. Ausruhen. Riddle with Holes abgegradet. Wir sind falsch abgebogen. Aber das ist jetzt nicht mehr so wild. Irgendwie mag ich den Gedanken von einem zweiten Skewer. Gratis Blur ist gut. Backstab. Auf alle Fälle Backstab. Gremlin Horn wäre auch gut. Oh, das ist gut. So viel Energie. So, Storm of Steel wäre noch sowas wie Accuracy gut. Nichts davon. Acrobatics. Mit einem Fluch zusammen ist es ganz gut. Wow. Perfect Instant nicht drin. Nee, brauchen wir nicht. Blue Candle wäre auch was Gutes. Oh. Mist. Hätte auf eine Steroid Potion gehofft. Das ist gut. Also. Bereiten wir erstmal alles vor. Warum muss Pain da jetzt kommen? Nochmal Pain. Machen wir einfacher. Vorbereitungszug für Skewer. Erstmal Energie sammeln. Das
sind wir schon bei 8. Habe ich alle Alchemizer schon gespielt? Ja. Okay, dann wird es nicht besser. Zwölf mal drei. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Oh, der Heal-Hook wäre frei gewesen. Tough Bandages wäre gut für Son of Steel. Wir sind 50. Theoretisch kriegen wir ihn. Hohoho, das war knapp. Aber no risk, no fun. Nichts davon. Wir können sowieso nicht upgraden. Der Awakened One. So, jetzt müssen wir aber zu dem Shop, sonst ist es absolut, ist absoluter Irrsinn. Da ist der Shop. 111. 2 Elite, aber wir müssen zum Shop. Yo. Das war uncool. Das war auch uncool. Predator. Definitiv. Ja, nee, ist klar. Na, nichts davon. Skewer ist eine gute Option. Tschüss. Was Gutes? Sandal. Jetzt aber Shop. Wie viel haben wir denn? 1400. Pancake. Noch ein Backstab. Purity. Wenn wir es zusammen mit Flüchen ziehen, kann das funktionieren. So, das reicht erstmal. Vielleicht kommt er nochmal irgendwo in den Shop. No.
Ich bin zwar kein Fan der Flüche, aber die helfen ganz gut mit dem mit der Strength. Wir haben so viele Potions. Sucker Punch haben wir noch können. Snacko nicht gut. Das ist uncool. Wir ziehen keinen einzigen Block am Anfang. Wir brauchen das Bag of Prep. Mehr Decks. Mein Gott, ich wollte nur einen Block haben. Skewer? Kein Skewer. Jetzt bringt mir Skewer nicht viel. Das ist der Horror. Warpaint, ein Alchemizer ist kostenfrei. Nichts davon. Ausruhen. Burst kann funktionieren. Wir haben nur eine Power. Energy, das ist krass. Burst. Alchemize. Snacko brauche ich nicht. Zwei Skewer. Geht nicht anders. Wir wollen ja nach Möglichkeit nicht getroffen werden. 52. Hoffentlich zählt das Gift. Hoffentlich zählt der Giftschaden auch. Ja. Sehr gut. Strength Potion. Nichts davon. Das ist perfekt. Da haben wir noch ein bisschen Block übrig. Könnten wir gleich mal nehmen. Thank you.
Aber so rum. Mit Strength machen die Schiffs auch mehr Schaden. Auch ohne Accuracy. Anziehen top, das ist wunderbar. Noch Backstep. Wenn wir die hier irgendwie rauskriegen, dann wird alles gut. Ach Mist. Turnip. Wir können nicht mehr frail werden, das ist gut. Noch ein Predator. Das ist im Endeffekt genau der gleiche Kampf nochmal. Attack Potion, na. Card Draw ist wichtig. Wow, kein einziger Shot mehr. Shop auf dem Hochweg, aber sieht nicht so aus. Und noch ein Backstab, immer her damit. Ich hätte gerne gegraben, aber Ausruhen ist mir lieber. Glass Knife kann auch nicht schaden. Kein Perfekt, man wird keinen einzigen Block ziehen. Achtzehn mal 10. Das musste einfach sein. Theoretisch sollte das kein Problem darstellen. Ja, Block haben wir genug. Gott sei Dank. Skewer? Skewer. Es musste einfach sein. Nochmal ein Skewer? Nein. Purity behalte ich, falls ein Flug kommt oder so. Thank you.
ist risikoreich, aber kein Problem. Und noch ein Fluch zum Schluss. 1409. Mit so viel hatte ich jetzt nicht gerechnet. Zwei Perfects, zwei Champions. Okay. Das war okay. Ich hatte mit weniger gerechnet. Platz 29. Das ist, glaube ich, eine meiner besten Dailies. Und das auch noch mit dem Silent. Glale hier ist auch bekannt, mir zumindest. Evil Jesus. Okay. Das ist krass. Auf Seite 2 sogar schon. Ja, das war cool. Das war eine witzige Daily. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut abschneiden kann. Und sage damit danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.